Hallo Freunde, ich habe heute mal wieder Post bekommen. Ich hatte was Neues gefunden, dieses Mal in der Tschechoslowakei, heißt das noch so, ja. Auf Tschechien oder wie auch immer das heißen mag. Da gibt es jetzt eine Firma, die gibt es bestimmt schon eine ganze Weile, ich habe sie jetzt erst entdeckt, Diamond Painting. Die Firma ist hier aufgestempelt, Bild vom Foto.de. Und die haben jetzt Diamond Painting nicht auf Leinwand, sondern auf Plastikfolie. Auf Plastik. Wie heißt denn das da? Das ist eine Platte. Ja. Eine Plastikplatte. Oh. Und da ist jetzt das Bild drauf gedruckt. Ihr könnt euer eigenes Bild dahin schicken. Ich habe jetzt meinen kleinen Süßen und meine leider Verstorbene inzwischen drauf. Und habe mir da ein Bild von machen lassen. Die haben mir das angepasst da. Und das ist jetzt auf einer Platte. Die Platte, ich fand das toll, man kann die Platte dann einfach wegräumen. Die ist ja hier, glaube ich, noch eine Schutz. Ja, die hat jetzt hier noch eine Schutzfolie drauf. Die lasse ich auch drauf. Und hier vorne ist natürlich die Schutzfolie zum Kleben. Die muss hier auch irgendwie abgehen. Mal gucken. Also das wird ein längeres Bild, also eine längere Aufgabe werden, aber ich wollte es euch zeigen. Ich habe dann hier die ganzen Steinchen drin. Na komm her. Hier ist jetzt ein Bild, wo ich lauter Steinchen habe, die Tüten eben. Und dann hat man hier die, so sieht das, soll das Bild nachher aussehen. Ich habe natürlich so eine Blitzlichtaugen auf dem Hund, da muss ich mal gucken, dass ich vielleicht dunkle Steine da einfach insetze, wo jetzt hell ist, damit sie nicht diese Blitzlichtaugen hat. Dann stehen hier die Steine eben drunter erklärt und die Nummern und alles. Dann hat man hier alles in Papier verpackt. Finde ich ja eine coole Sache. Das hatte ich noch nie bei Diamond Painting irgendwo. Hier sind dann kleine Tütchen drin, Stift und wieder so ein Schiffchen. Ja, das hat man jetzt mittlerweile angesammelt, aber das muss ja immer dabei sein. So, und jetzt ist hier eben alles drin für mein Diamond Painting. Das werde ich jetzt in Ruhe dann irgendwann mal anfangen und vielleicht dann euch irgendwann mal zeigen, wie es dann aussieht. Und dann habe ich nämlich noch was ganz Besonderes gefunden. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Das? Ja, da staunt ihr jetzt bestimmt alle. Sieht ja auch aus wie Diamond Painting, ist es aber nicht. Ihr kennt bestimmt alle Dot Painting, also diese Punktmalerei, wo man eigentlich mit so einem, ja, Stäbchen sind das meistens. Ich will immer wie Strohhalm sagen, aber es sind Stäbchen, wo man mit Stäbchen eigentlich malt. Da konnte ich auch ein Bild hinschicken. Das ist mein Gizmo, der ist auch schon ein paar Jahre tot. Aber ich fand das Bild damals toll, da waren wir im Zoo, dass der Tiger an die Scheibe, die da gewesen ist, der Tiger da so nah rangekommen ist und immer versucht hat, den Hund, so kam Gott sei Dank nicht ran. Und er hat da gesessen, als wenn nichts ist. Konnte man ein schönes Foto machen. Fand ich so cool, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt mal als Bild irgendwo an die Wand bekommen. Und jetzt werdet ihr sehen, ihr seht erstmal nichts. Diese Diamond Painting gibt es natürlich in eckig und was weiß ich, aber ich habe jetzt hier mal ein rundes Bild. So, und jetzt seht ihr erstmal eigentlich nur Schnitte. Jetzt sind hier lauter so Punkte, mal kleine, ganz, ganz feine, mal größere. Und die muss man dann ausmalen. Entweder mit diesen Stäbchen, wie ich gesagt habe, in Farbe tauchen und reinmalen. Aber die haben sich das jetzt einfacher gemacht. Die haben jetzt da sich bei was ausgedacht und haben da einfach Stifte zugegeben. Das ist ja cool. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die verschiedene Größen haben. Steht das hier irgendwie drauf? Oh, komm mal her. Das ist so eine Mine hier. Gucken, wie die anderen sind. Alles eh eine Farbe oder was? Die sind alle gleich. Waren. Ja, das wird in Schwarz gemalt. Diese Dot Painting kennt man ja eigentlich so als Mandala. Meistens waren das bloß Mandalas. Und die haben jetzt hier das Dot Painting als Bild. Also du kannst, wie gesagt, dein Bild hinschicken. Und dann soll das im Endeffekt nachher so aussehen. Na, da bin ich ja gespannt. Da bin ich auch gespannt. Und damit werde ich jetzt hier erstmal anfangen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Also da nimmt man sich so einen Stift. Die haben da jetzt mehrere reingemacht, damit auch wirklich das ausreicht, die Farbe. Und jetzt hat man hier so kleine Punkte. Oh, mein Licht ist doof hier. So kleine Punkte, die man hier so setzt. Oh, Leute. Das ist jetzt wieder nicht für Muttern. Mit Brille. Und scheiß Licht ist das natürlich doof. Jetzt setzt man erstmal die ganzen kleinen Punkte.
Und dann sind hier größere bei, die muss man dann ausmalen. Jetzt braucht man natürlich ein richtiges Licht. Wenn ich jetzt immer meine Hand davor habe, ist natürlich doof, wenn da das Licht dann ist. Dann malt man sich die Punkte so groß, wie sie jetzt hier aufgemalt sind. Und das dann immer lang hin. Mal ein bisschen größer, mal kleiner. Das sind immer so verschiedene Größen. Ja. So ungefähr geht das. Und da brauchst du jetzt bestimmt auch wieder Stunden für. Wochen, Monate, Jahre. Um das zu machen. Hier diese ganz kleinen Punkte, die kann man ja ganz schnell mal setzen. Wenn man sie findet und sehen kann. Das ist immer so eine Sache. Boah, das Licht ist natürlich wirklich ausschlaggebend, dass man gut arbeiten kann. Muss ich mich woanders hinsetzen, dass ich wirklich das Licht so habe, dass ich die Punkte finde. Das muss man natürlich, wie gesagt, einen Weg finden, um das zu machen. Ich habe jetzt hier, wenn ich es hinstelle, sehe ich die Punkte besser, habe ich gerade festgestellt. Muss man natürlich darauf achten, dass man die Punkte, die ein bisschen größer sein sollen, auch ein bisschen größer macht. Dafür hat man ja eigentlich diese Stäbchen sonst, dass man kleine und große Punkte machen kann. Erstmal die so ganz klitzeklein sind. Und dann muss man immer gucken, dass man die anderen so ausmalt. Das ist natürlich jetzt immer, jetzt musst du das ja auch rund hinkriegen. Das ist ja okay, ein Akt. Ja, da möchte ich dich jetzt mal sehen, wenn du nicht mehr richtig gucken kannst, dass du das... Ich kann ja nicht mal mehr richtig malen. Ach nee. Hab ja eine Zitterhand. Aber von mir willst du jetzt, dass ich das hier... Du bist ja auch etliche Jahrhunderte jünger wie ich. Dass ich das hier rund kriege. In deinem Alter da... War das alles noch kein Alter, noch kein Akt. Da hast du keine runden Kreise hingekriegt. Na klar. Boah, Leute, das Licht ist wirklich ausschlaggebend. So, wir verabschieden uns erstmal und ja, melden uns wieder, jetzt wenn hier du mal ein bisschen Tempo gemacht hast und was geschafft hast. Ich muss jetzt hier erstmal Punkte malen. Hier könnt ihr jetzt schon mal einen Zwischenstand sehen. Für diese Teil oder für das bisschen, was ich da eine Stunde gebraucht. Oh. Du Ärmste. Man denkt, so einen Punkt machen, das geht ja schnell. Aber das sind ja 100.000 Punkte. Also das dauert schon ein Weilchen. Na gut, dann werde ich jetzt mal den Rest machen. Aber nimmt schon Form an. Nimmt schon Form an. Sieht schon irgendwie aus hier wie ein Hund, oder? Deswegen habe ich das jetzt so gerollt. Da sitzt bestimmt der Hund. So, das ist bestimmt die Stelle, wo der Hund ist. Ja. Naja, warten wir mal ab. So, und jetzt ist mein Bild fertig. Aber wenn man davor sitzt, dann sieht man eigentlich nur dicke Punkte, dünne Punkte. Dicke Punkte, dünne Punkte. Eigentlich, also ich war ganz enttäuscht. Also ich sehe das. Als ich fertig war, habe ich gesagt, boah, immer nur, sind halt nur Punkte. Aber wenn man es dann an die Wand hängt und geht einen Schritt nach hinten, wartet mal, gleich seht ihr den Unterschied. Also mit 1, 2, 3, 4, 5 Schritten Entfernung sieht man dann doch, dass das rechts mein kleiner Gizmo und links der Tiger ist. Also das ist wirklich eine coole Idee, diese Dot Painting, was man ja wie gesagt von Mandalas eigentlich bloß so kennt, auf Fotos zu übertragen und das dann nachzumalen. Das macht richtig Spaß, da sehe ich jetzt auch einen Sinn drin mit diesen Mandalas. Das war mir immer, gut, man kann es machen, das ist mal eine Beschäftigung, aber ich habe mir immer gesagt, pff, was soll ich mit diesen ganzen Mandalas? Aber solche Teile hier, da kannst du deine Fotos nehmen von deinen Haustieren, von deinen Kindern, von deiner Familie, von allem, was du willst. Schickst du da hin und dann machen die das. Da gehst du auf die Seite, das verlinke ich euch. Und dann kann man sich aussuchen, welche Größe man haben will, welchen Untergrund man haben will. Also nur Leinwand oder gleich gerahmt oder eben in rund oder eckig. Und ich finde es cool. Das ist wirklich eine coole Sache. Aber vergesst nicht diese anderen Sachen. Also diese Diamond Painting, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Was man dann auf solchen Plasterplatten kriegen kann, fragt mich jetzt. Das ist auch eine feine Sache. Fragt mich jetzt nicht, was das für eine Plastezusammenstellung oder sonst was ist. Das steht da alles auf der Seite. Und da kann man jetzt auch aussuchen, ob man ein fertiges Bild haben möchte oder sein eigenes. Ich habe ja hier jetzt auch wieder mein eigenes gewählt. Das dauert jetzt aber eine Weile, hatte ich ja schon gesagt. Ich fange damit gleich mal an. Aber das wird eine ganze Weile dauern und ich finde es cool. Dann kannst du das nämlich so hinlegen, kannst deine Folie abmachen und wenn du nicht mehr willst, kannst du das irgendwo hinstellen. So wusstest du immer nicht, wohin mit dem Kram. Du musstest das Bild aufkleben oder sonst was.
Aber das sind richtig zwei tolle Sachen. Bleibt also weiterhin neugierig, schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. Und das sind wirklich zwei richtig klasse Sachen. Ja, muss ich auch zugeben. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so funktioniert. Dass das so cool ist, ne? Hätte ich auch nicht gedacht.